Herzlich willkommen zur Solmera Academy. Mit diesem kurzen Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit DSM 2015.2 Windows 10 paketieren und einen ersten Client installieren können. Dieses Video ist in erster Linie gedacht für Anwender, die bisher noch keine Betriebssysteme mit DSM paketiert haben. Ich habe hier in unserer Schulungsumgebung die DSM-Konsole bereits geöffnet und ich habe in der Domäne Managed Users und Computers bereits einen aktiven Windows 10 Client vorbereitet, auf dem ich dann im weiteren Verlauf des Videos Windows 10 auch installieren möchte. Anwender der bisherigen Versionen wird auffallen, dass die Ansicht sich ein bisschen geändert hat. Die bisherigen beiden getrennten Ansichten, Computer und Benutzer und Software, sind nun gemeinsam in der Ansicht Organisation zusammengefasst. Die Strukturbäume für die Organisation sowie für die Software Library sind ebenfalls hier verfügbar und wie wir hier sehen, ist die Software Factory in einen Reiter in der Ansicht Organisation gewandert. Somit haben wir in dieser Umgebung nur noch zwei verschiedene Ansichten zur Verfügung: die Ansicht Infrastruktur, die wir bereits aus den älteren Versionen kennen, und die neue Ansicht Organisation. Je nach installierten Modulen können hier noch Ansichten für virtuelle Umgebungen hinzukommen. Mit den Schaltflächen am linken unteren Bildschirmrand können wir die einzelnen Bäume und Baumstrukturen aus- und einschalten und standardmäßig nicht aktiv auch Informationen zum Patchmanagement hinzufügen, was hier in meiner Umgebung noch nicht aktiviert wurde. Somit setze ich das zunächst einmal wieder auf die Standard Einstellung zurück, oben links den Organisationsbaum, die frühere Ansicht Computer und Benutzer und im unteren linken Bereich die Softwarebibliothek. Möchte ich nun mit der Paketierung eines Betriebssystems starten, so wechsle ich idealerweise in die OS-Bibliothek, in die OS-Library hier unten links und starte dann den entsprechenden Assistenten. Und dazu öffne ich als Tab einfach die Software Factory. Das Erscheinungsbild der Assistenten hat sich ein bisschen geändert. In der Version 2015.2 sind diese nun als Schaltflächen hier eingebaut. Zuvor waren sie nur im unteren Bildschirmbereich als kleinere Symbole sichtbar. Ich starte also die Paketierung eines Betriebssystems mit dem Klick auf die Schaltfläche Betriebssysteminstallation und gelange in den Assistenten. Auf der Begrüßungsseite wird mir kurz erklärt, was in den nächsten Schritten auf mich zukommt, sodass ich mich darauf vorbereiten kann, was ich eventuell bereitstellen muss. Ich klicke auf Weiter und gelange direkt in den ersten Schritt. In diesem ersten Schritt möchten wir die Installationsquellen für das Windows 10, für das Betriebssystem bereitstellen. Es handelt sich hierbei mehr oder weniger um eine Kopie der Installations-DVD. Normalerweise würde ich hier die Voreinstellung belassen und würde dann auf eine DVD zugreifen, von der ich die Installationsquellen kopiere. Im Moment, das heißt zum Zeitpunkt der Erzeugung dieses Videos, hat aber die DSM 2015.2 noch eine kleine Herausforderung mit dem November-Update von Windows 10, das ich hier verwenden möchte, und diese wird nicht korrekt erkannt. Aus diesem Grund haben wir von Solmera hier bereits unsere Installationsquellen ein bisschen angepasst und haben ein solches Setup-Sourcen-Paket im Vorfeld schon einmal importiert und erstellt. Dies wird in Kürze natürlich auch von der DSM 2015.2 mit dem nächsten Hotfix, vermuten wir, so möglich sein. Ich verwende also mein bestehendes Setup-Sourcen-Paket, klicke wieder auf Weiter und bin dann schon im nächsten Schritt, dem Konfigurationspaket Assistenten. Das OS-Konfigurationspaket enthält die diversen Einstellungen für die Betriebssysteminstallation, mit der dann im Laufe der eigentlichen Installation die unattended XML-Datei befüllt wird, sodass also eine Betriebssysteminstallation unbeaufsichtigt ablaufen kann. In dem ersten Schritt kann ich hier verschiedene Templates auswählen. Im Moment gibt es nur eines
für Windows 10 Professional. Theoretisch könnte man sich auch als Anwender eigene Templates erstellen, die dann hier auch aufgelistet werden. Oder möglicherweise wird Heat Software im weiteren Verlauf noch zusätzliche Templates hier bereitstellen. Der Pfad oder der Name des Paketes, der kann erstmal so bleiben. Da können Sie natürlich eintragen, was Sie möchten. Ich belasse es erstmal hier Windows 10, die Version von DSM, mit der dieses Paket erstellt wurde, und ein OS Configuration Package. Nun werde ich gefragt, mit welchem Boot Environment Typen ich dieses Paket ausführen möchte. Das Konfigurationspaket wird hier ausgeführt zur Installation des Betriebssystems. Das bedeutet, es ist natürlich noch kein Betriebssystem auf dem Rechner installiert. Wir haben üblicherweise, wenn das Konfigurationspaket startet, gerade die Festplatte partitioniert und formatiert und müssen natürlich zunächst einmal eine Bootumgebung, eine startbare Windows-Umgebung auf diesen Rechner transferieren. Das läuft hier bei DSM unter dem Oberbegriff Boot Environment und ich wähle für Windows 10 das passende Boot Environment aus, Windows PE 4.5 in der 64-Bit-Variante, da ich meine Windows 10 Installation auch mit einem 64-Bit-System oder mit 64-Bit-Quellen durchführen möchte. Aktiviere ich die Schaltfläche über die Zuweisung änderbar, so werde ich dann später, wenn ich das Paket verwende, also wenn ich tatsächlich eine Policy erzeuge, um das Betriebssystem zu installieren, diesen Wert verändern können. Lasse ich den Haken weg, ist diese Einstellung nicht sichtbar bei der Erzeugung einer Policy und somit bleibt diese Auswahl dann erst einmal fest eingestellt. In diesem Schritt kann ich nun einige Vorgaben angeben, die ich bei der Betriebssysteminstallation verwenden möchte. Die Organisationsname, Fullname, sind relativ egal. Einen Produktschlüssel kann ich angeben, muss ich aber im Moment nicht. Ich kann ein Passwort für den lokalen Administrator auswählen. Wichtig sind hingegen die Angaben zum Namen des Domänenadministrators. Das muss im Wesentlichen ein Account, ein Konto sein, welches die Berechtigung hat, Computer in die Domäne aufzunehmen. Dann muss ich hier natürlich auch das entsprechende Passwort für diesen Account angeben. In meinem Fall ist es tatsächlich der Domänenadministrator. Und ich sollte logischerweise auch noch die Domäne angeben, der ich mich anschließen möchte. Das kann man dann später nochmal ändern, dient hier nur erst einmal zur Voreinstellung in den Paketen. Anschließend wird das Konfigurationspaket erzeugt und ich kann diesen Teil des Assistenten abschließen. Im nächsten Schritt wird mir hier unten schon angedeutet, wenn ich dieses Häkchen nicht herausnehme, werde ich ein OS Installation Set erstellen. Hier sind die verschiedenen Voreinstellungen schon getroffen. Ich möchte gerne ein Windows 10 x64 Enterprise installieren. Das ergibt sich aus den verwendeten Installationsquellen oder wurde beim Erstellen des Setup-Paketes angegeben oder ausgewählt. In Deutsch, ich möchte eine Unattended-Installation durchführen und ich gebe einen Namen für mein OS-Installation-Set. Anschließend wird mir dieses OS-Installation-Set erstellt. Und dieses OS Installation Set besteht aus in der Regel 4 einzelnen Paketen. Wir beginnen mit dem Partitioning and Formatting for Multiple Partitions. Das heißt also, das ist das Pre-OS Action Paket, welches als erstes ausgeführt wird und welches dann meinen Rechner partitioniert und formatiert. Dafür wird auch schon das Windows PE benutzt. Wir haben dann das OS-Konfigurationspaket, welches wir gerade eben erst erzeugt haben. Dieses Konfigurationspaket verwendet das Setup-Sourcen-Paket. Das Setup-Sourcen-Paket selbst erscheint hier an dieser Stelle nicht. Dann haben wir die Windows-Client-Installation. Das bedeutet also hier auch, haben wir die Möglichkeit, den DSM-Client zu installieren
Und anschließend haben wir ein Post-OS Action Package, welches einige Aufräumarbeiten durchführt und temporäre Dateien löscht. Die Installationsreihenfolge an dieser Stelle wird durch die Nummerierung hier festgelegt. Ich kann mit Drag und Drop Pakete auch tatsächlich hier verschieben. Damit sollten Sie also ein bisschen vorsichtig umgehen. Es ist Ihnen wieder schon vorgekommen, dass Anwender das Partitionspaket an den Schluss geschoben haben und dadurch haben wir eine wunderbare Windows-Installation durchgeführt, die wir anschließend durch Partitionieren und Formatieren am Ende wieder zunichte gemacht haben. Achten Sie also hier bitte ein bisschen darauf, dass Sie diese Reihenfolge nicht ändern, beziehungsweise wenn Sie das ändern, dass Sie das ganz bewusst tun. An dieser Stelle können Sie eigene Pakete hinzufügen oder vorhandene Pakete entfernen. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn Sie eine RAID-Controller-Konfiguration mit dem Erstellen des OS Installation Set überhaupt auf die Festplatte zugreifen zu können. Zunächst einmal fertig. Als nächstes müssen wir dann noch ein Standard-Boot-Environment erstellen. Das existiert bei mir auch schon und ich kann das dementsprechend auswählen. Und damit habe ich eine komplette Betriebssysteminstallation bereits paketiert. Gehen wir einmal durch die einzelnen Pakete durch. So haben wir die Pre-OS Action. Die Pre-OS Action bietet mir, oder der Ordner bietet mir einige mitgelieferte Pakete. An dem Haken hier vorne sehen wir, alle diese Pakete sind freigegeben. Ich habe keines dieser Pakete erzeugt. Das ist Bestandteil des Lieferumfangs von DSM und das ist das Paket, was wir verwenden. Partitioning Formatting for Multiple Partitions. Also das ist soweit in Ordnung. Dann gehen wir mal zu den Setup Sourcen. Die Setup Sourcen an dieser Stelle haben wir hier. Windows 10 x64 Enterprise Deutsch V2, das heißt hier haben wir schon dieses sogenannte Threshold 2, das November Update. Und das Paket habe ich auch schon erzeugt. Ich kann mir mal den Distributionsstatus ansehen und ich sehe, dass in meiner Umgebung die Distribution für dieses Paket bereits durchgeführt wurde. Dieses Paket ist also sozusagen installationsfertig. Ich habe ja im Verlauf der Paketierung, im Verlauf des Assistenten, ein einziges Paket neu erzeugt, dadurch, dass das Setup-Sourcen-Paket schon vorgefertigt in der Umgebung war. Ich habe dieses Windows 10-Paket, das OS-Configuration-Package, neu erzeugt in meiner Umgebung. Dadurch ist dieses Paket noch nicht durch die Distribution bearbeitet worden. Die Distribution erzeugt mir die installationsfähige Datei in dem Installationsordner in meinem Depot, aber führt auch noch einige andere Aktivitäten durch, wie beispielsweise das Errechnen einer Checksumme für mein Paket. Und damit haben wir eine Absicherung der Paketdateien, der Paketdaten. Sollte also jemand oder etwas ein solches Paket modifizieren, nachdem die Distribution gelaufen ist, wird dieses Paket dann abgelehnt vom DSM-System und wird nicht mehr verteilt und nicht mehr installiert. Ich muss nun einmal die Distribution vorbereiten. Das ist ein einfaches Anklicken des Menüpunktes. Und jetzt läuft im Hintergrund die sogenannte Paketvorbereitung oder Distributionsvorbereitung ab. Und das ist genau der Vorgang, der mir unter anderem die Checksumme erstellt und der also dann das Paket insofern erst einmal vor Änderungen schützt. Im zweiten Schritt muss ich zumindest einmalig für ein neues Paket, das muss ich nicht mehr jedes Mal machen, das Distribution vorbereiten muss ich jedes Mal durchführen, wenn ich an den Paketdateien etwas ändere. Das Distribution einrichten muss ich nur einmalig machen, denn hier entscheide ich, ob ich es dem DSM-System überlassen möchte, wohin diese Pakete geschickt werden. Stellen Sie sich eine sehr große Umgebung mit sehr vielen Standorten, mit sehr vielen Depots, Verteildepots vor. Und dann kann ich hier aussuchen, dass ich eben zum Beispiel ein französisches Paket nur in dem französischen Depot zur Verfügung stellen möchte und ein italienisches Paket vielleicht nur in einem italienischen Depot. Ich möchte mich darum nicht kümmern und damit lasse ich einfach die Voreinstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt an alle Depots, die ich in meiner Umgebung habe, verteilen.
In meiner Umgebung ist das sowieso kein Unterschied, da ich nur über ein Depot verfüge. Jetzt wird im Hintergrund die Distribution durchgeführt. Ich kann mir den Distributionsstatus ansehen. Und hier sehen wir im Arbeitsverzeichnis, ist meine Vorbereitung schon durchgelaufen. Im Installationsverzeichnis ist das Paket noch nicht vorhanden. Und da wird in einem zweiten Schritt jetzt eine Kopieraktion durchgeführt. Und sobald das Paket dann in dem Installationsverzeichnis angekommen ist, kann ich das Paket dann auch. Während ich auf die Distribution warte, kann ich mir auch einmal das OS Installation Set anschauen. Das ist ebenfalls erzeugt worden durch meinen Assistenten, den ich ausgeführt habe. Mein Windows 10 Enterprise Deutsch OS Installation Set hier hinten als Typ des Pakets. Das kann ich doppelt anklicken. Hier gibt es nicht allzu viele Einstellungen. Hier kann ich im Prinzip genau das, was ich im letzten Schritt des Assistenten durchgeführt habe, nochmal kontrollieren bzw. anpassen. Das bedeutet, ich kann hier weitere Pakete hinzufügen oder enthaltene Pakete entfernen oder auch die Reihenfolge ändern, wenn ich das möchte. Und dieses Paket wird dann verwendet für eine Zuweisung. Das möchte ich jetzt auch im nächsten Schritt tun. Das bedeutet, ich gehe entweder hier unten in meinen Software-Lebenszyklus und betrachte mir, was ich hier tun kann. In diesem Fall als OS Installation Set gibt es nicht den kompletten Lebenszyklus. Wir werden in weiteren Videos dann sehen, was da noch möglich ist. Ich möchte eine Pilotinstallation durchführen. Das heißt, ich möchte mein Paket ja zunächst mal testen, bevor ich das in die Breite bringe. So. Jetzt gehe ich von der Paketseite aus, von der Softwareseite aus. Das bedeutet, ich habe ein Paket, das ich verteilen möchte. Und dann muss ich das Ziel auswählen, auf welches ich dieses Paket installieren möchte. Mögliche Ziele sind sämtliche Objekte in meinem Strukturbaum. Und so ist es zum Beispiel auch möglich, ein Paket auf eine AD-Gruppe zu installieren, auf alle meine gemanagten Computer zu installieren. In meinem ersten Beispiel möchte ich aber etwas durchführen, was ich sonst in einer produktiven Umgebung eher nicht anraten würde. Ich möchte das Paket auf einen einzelnen PC zuweisen. Bedeutet also, ich wähle meinen Windows 10 Client aus, den ich eingangs erwähnt habe. Gehe hier durch den nächsten Schritt, der für eine Betriebssysteminstallation ein bisschen seltsam anmutet. Eine Standardinstallation wird eben eine Installation durchführen. Das ist auch das, was ich erreichen möchte. Eine Deny Policy wird eine Installation verhindern. Das kann ich durchaus tun, wenn ich PCs habe, die auf keinen Fall jetzt auf Windows 10 abgedatet werden dürfen. Könnte ich dort eine Deny Policy erstellen und würde damit erfolgreich verhindern, dass diese PCs mit Windows 10 versorgt werden, zumindest mit diesem Paket versorgt werden. Eine Shop-Policy würde mir theoretisch ermöglichen, selbst ein Betriebssystem im Software-Shop zu bestellen, sozusagen. Das funktioniert aber gar nicht. Diese Option ist tatsächlich nur in dem Assistenten enthalten, weil das nicht ausgebaut wurde für Betriebssysteme und das ein Standarddialog ist. Ich belasse also an dieser Stelle die Standardinstallation als Auswahl und werde dementsprechend hier noch weitere Einstellungen vornehmen können. Ich kann also Schnellformatierung ein- und ausschalten. Ich kann ein spezielles Boot-Environment angeben oder ich kann den Typen angeben. Ich kann mein OS-Setup-File-Package auswählen. Das könnte ich also hier tatsächlich noch verändern, wenn ich wollte. Ich kann verschiedene Partitionsgrößen und Formatierungen angeben, NTFS oder nichts beispielsweise. Ich kann diese Passwörter eingeben, die wir eingangs schon gesehen haben. Die Domäne hatte ich ja schon voreingestellt. Den Administrator-Account und das Passwort hatte ich schon angegeben. Und somit kann ich diese Installation direkt starten. Wenn ich möchte, kann ich auch eine andere Zeitzone auswählen, wenn ich hier einen PC in oder für eine andere Zeitzone installieren würde. Für mich passt das alles so.
Ich klicke auf Weiter und damit erzeuge ich meine erste Policy. Und der Business Logic Server im Hintergrund, der ja die Intelligenz und die Logik des Systems darstellt, wird mir eine sogenannte Policy-Instanz erzeugen. Das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Zum einen, ausgehend von meinem Paket, kann ich hier den Reiter Software Policies betrachten. Hier sehe ich mein Ziel, der Windows 10 Client, mit einer gelben Policy. Das heißt, hier ist eine wartende Aktion oder eine bevorstehende Aktion. Und wenn ich mir das betrachte, dann sehe ich eben Compliance bevorstehend. Hier ist mein Windows 10 Client nochmal als Ziel. Und das ist die sogenannte Policy-Instanz, die immer auf einen einzelnen Computer oder einen einzelnen Benutzer zielt. Während oben diese Policy mit der Zielscheibe vorne als Symbol, die kann auch durchaus auf eine Gruppe von Computern zielen. In meinem Fall ist das identisch. Und ich sehe sogar innerhalb meines Sets, was sind die einzelnen Schritte, die wir hier darstellen wollen. Lasse ich noch nach der Installationsreihenfolge sortieren, dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Umgekehrt kann ich auch natürlich von der Organisationsstruktur, also aus der Managed Users und Computers Ecke, diese Policy betrachten. Auch hier klicke ich auf meinen Client, gehe unten auf den Reiter Software Policies und sehe hier eben genauso, aha, diesem Client ist ein Paket zugewiesen, Windows 10 x64 Enterprise. Auch das kann ich wieder aufklappen und sehe wieder die einzelnen Schritte, die innerhalb meines OS Installation Set durchgeführt werden sollen. Die Briefumschläge, das sind tatsächlich kleine Briefumschläge, die hier angezeigt werden, geben mir die Information, dass der Client von dieser Installation bereits Kenntnis hat. Im Fall einer Betriebssysteminstallation ist das ein bisschen irreführend. Tatsächlich hat unsere OSD-Proxy-Komponente die Information erhalten. Der Client existiert ja noch gar nicht. Der kann ja noch gar keine Informationen speichern. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einen aktiven Computer in unserer Umgebung haben, für den eine ausstehende Aktion, eine Pending-Aktion oder Compliance bevorstehend, wie es jetzt genannt wird im Deutschen, ansteht. Das bedeutet, wenn dieser Client das nächste Mal synchronisiert, wird er diese Aktion durchführen. Betrachten wir nun also den zu installierenden Client. Dieser ist hier ebenfalls als virtuelle Maschine in unserer Umgebung vorbereitet. Beim Einschalten wird dieser Client zunächst ein Netzwerkboot durchführen und wird dann umgehend eine Antwort von unserem OSD-Proxy erhalten, da ja eine Betriebssysteminstallation ansteht. Diese Betriebssysteminstallation wird nun initiiert durch das Übertragen des Boot-Environments, des Windows PE, welches wir ja in unserer Umgebung auch vorbereitet hatten. Im Anschluss an die Übertragung startet die Windows PE-Umgebung und wird dann eine Reihe von Aktionen ausführen, die wir in einem Dialogfenster betrachten können. In dieser Phase wurde das Windows PE in eine RAM-Disk auf dem Client-Computer übertragen, verbunden mit einigen Dateien wie einem kleinen DSM-Client, einem TFTP-Client. Und nun werden die Skripte ausgeführt. Was Sie hier nun im Moment sehen, ist tatsächlich die Ausführung des Partitionieren und Formatieren Pakets, des Prioris Action Packages, welches meine Festplatte komplett mit NTFS formatiert. Dieser Schritt ist abgeschlossen und nun wird das nächste Paket ausgeführt. Das zweite Paket in der Reihenfolge ist das OS Configuration Package, welches die eigentliche Betriebssysteminstallation durchführt und auf die Installationsquellen zugreift. Das bedeutet, hier wird nun das ganz normale Windows 10 Setup durchgeführt, allerdings muss ich keine manuellen Eingaben vornehmen, sondern die Datei anetent.xml, die innerhalb des Konfigurationspaketes erstellt wurde und die mit den Parametern, die ich beim Paketieren eingegeben habe, versorgt wird, wird diese Antworten für mich übernehmen. Diese Installation werden wir nun durchführen und das Video fortsetzen, sobald der Client installiert ist.
Während der Installation werden auch Rückmeldungen in die Konsole geliefert. Das bedeutet, durch Drücken der Taste F5 kann ich meine Ansicht aktualisieren und ich werde in der Konsole jetzt auch feststellen können, dass das Partitionieren und Formatieren Paket tatsächlich schon durchgeführt wurde und die Installation, das heißt das OS Configuration Package, nun der nächste Schritt in der Bearbeitung ist. Das Setup führt einen Neustart durch, den unser System natürlich dann automatisch ausführt und wird nach dem Neustart fortgesetzt. Dies entspricht komplett der manuellen Installation von Windows 10. Nun ist die Installation beendet und wir können uns an dem neuen Windows 10 PC anmelden. Was wir sehen ist, dass hier unten bereits die Sol-Edu-Domäne angegeben ist. Das heißt, der PC als solcher ist bereits Bestandteil oder Mitglied der Domäne und wir können uns mit einem Domain-Account hier an diesem PC anmelden. So, während hier die netten Begrüßungen von Windows 10 noch einmal erfolgen, wechseln wir in die Konsole zurück, drücken hier zur Aktualisierung der Ansicht nochmal die Taste F5 und wir sehen, dass alle Pakete compliant sind, alle Regeln sind erfüllt, mein Windows 10 ist installiert, früher oder später wird sich dann auch der Client hier oben in den grünen Status versetzen. Und meine Windows 10 Installation ist an dieser Stelle erfolgreich beendet. Nun kann ich den Client ein bisschen ausgiebiger testen und dementsprechend meine Abnahme gestalten für diese Windows 10 Installation. Und sobald das passiert ist, kann ich dieses Paket auf jeden geeigneten Client ausrollen. An dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung. Mit dem OSD habe ich nun ja auch die Möglichkeit, jederzeit meinen Client neu zu installieren. Das heißt, ich setze den Client in den Reinstallationsstatus, kann die Reinstallation sofort starten oder erst einmal vorbereiten. Wenn Wake Online in meiner Umgebung funktioniert, kann ich den Client auch aufwecken lassen, falls er nicht eingeschaltet ist. Und ich kann Policy-Instanzen bei der Aktualisierung oder bei der Reinstallation aktualisieren, sodass von allen Paketen, die zugewiesen sind, das ist in meinem Fall jetzt aber nur das Windows 10, immer die neueste Revision verwendet wird. Was technisch passiert, ist relativ einfach. Alle Policy-Instanzen, die für diesen Client gültig sind, werden in den Pending-Status zurückversetzt. Das bedeutet, gelb markiert in unserer Konsole. Der BLS wird diese Information an den Client übertragen. Das bedeutet also auch, sollte ich den Client neu starten, was ich jetzt hier mal auf die ganz harte Tour durchführe, dann wird er mit dem nächsten Boot wieder ein DHCP Broadcast senden, wird wieder die entsprechenden Informationen gesendet bekommen und eine Neuinstallation starten. Das bedeutet Festplatte partitionieren, formatieren, Windows installieren und alle weiteren Pakete, die vielleicht schon zugewiesen worden sind. Damit endet unser kleines Video zum Thema Windows 10 Paketierung und Installation. Wir hoffen, dass es Ihnen ein bisschen weitergeholfen hat.
und freuen uns auf Ihre Kommentare und Anregungen. Vielen Dank.